Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich will euch mal die, oh Gott, wartet, ich will da nichts Falsches sagen, ich verwechsel die nämlich immer. Die BenQ Genie E-Reading, also E-Reading zeigen. Wir haben ja schon angeboxt und wir haben sie zusammengebaut. Jetzt möchte ich es euch auf dem Schreibtisch zeigen und gleichzeitig im Vergleich mit der BenQ Vit E-Reading. Da gibt es nämlich zwei verschiedene Modelle. Jetzt, bei dem kleinen Modell haben wir einen Arm, beim großen Modell haben wir zwei Arme. Also praktisch mit der Lenkung zeige ich euch gleich. Bei dem kleinen Modell, ich zeige euch gleich auch die ganzen Unterschiede, haben wir dann noch so ein bisschen von der Machart her ein bisschen unterschiedlich und von den Teilen zeige ich euch gleich und dann, wie ihr das am besten einstellen könnt, wie ich es bei mir eingestellt habe. Die kleine Lampe geht ja auf den Schreibtisch von meiner Tochter und ich sage euch so, wie es ist. Ich habe meine Vit E-Reading habe ich jetzt, ich habe keine Ahnung, 2 Jahre oder so im Einsatz. Ich liebe diese Lampe. Ich kann es nicht anders sagen. Also wirklich, das ist für mich die beste Schreibtischlampe, die ich jemals hatte. Und bis jetzt kam keine andere Schreibtischlampe annähernd daran. Warum? Ja, sie ist flexibel. Wir können das Licht einstellen zwischen Gelb und Weiß. Wir können es selber variieren, zeige ich euch. Und variieren heißt nicht nur die Höhe und dass wir weiter links, weiter rechts machen können. Nach vorne, nach hinten, wir sind komplett schwenkbar. Im Gegensatz zu Monitorleuchten, was auch viele gesagt haben, holt ihr doch eine Monitorleuchte, die hinten am Tisch festgemacht wird, über die Monitore rüber geht, habe ich viele schon geguckt und finde ich sehr negativ, weil die sind zu nah am Monitor. Die leuchten dann einfach nur runter. Bei der E-Reading, also egal ob bei Genie oder bei Vit, könnt ihr euch das ausleuchten, wo euer Schreibtisch ist. Nicht jeder hat den Monitor vorne und die Tastatur davor. Manche haben den Monitor etwas rechts und links die Tastatur und gucken dann so rechts und tippen so. Und das ist das Gute. Ihr könnt euch das einstellen, wie ihr wollt. Es wird kein Licht auf dem Monitor geblendet, es sei denn, ihr wollt es, was euch ablenkt oder was unschöne Spiegelungen ergibt. Es wird nur der Arbeitsplatz ausgeleuchtet und ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich kann nichts anderes dazu sagen. So, ich mache mal kurz hier beide an, dass ich hier sehe. So. Genau. So, es ist jetzt ein bisschen schwer, das alles zu zeigen, weil die ist ja jetzt ein bisschen dünn. Ich versuche es größtmöglich euch zu erklären und zu zeigen. So, der erste Unterschied ist beide zwischen dem Standfuß. Beide haben einen guten Standfuß. Hier ist natürlich nicht so viel dran, also kann der was leichter sein. Wir haben hier eine Metallplatte. Oder ist da auch Stein drunter? Nee, das ist eine Metallplatte unten drunter. Und dann haben wir hier so ein Gummipinüpsel drauf, Plastipinüpsel drauf, der auch stabil ist. Und da können wir dann halt hin und her bewegen. Wir können aber nicht nach links oder rechts machen, nur vor und zurück. Bei der größeren kann man links, rechts, vor, zurück, zeige ich euch. So, machen wir mal so. Ich mache mal so, dass ihr das auch seht, dass er an ist. Dann machen wir es mal aus, die auch aus. Ihr habt dann hier oben, oder doch, da zeige ich euch das mal lieber. Also ihr könnt vor und zurück machen. Also zurück, aber auch nur bis einen gewissen Grad. Weiter zurück geht es nicht. Das wäre jetzt gerade. Und wir können dann halt noch so 1-2 cm zurückgehen. Ja? Bei der Vit geht halt viel mehr. So, dann haben wir hier oben ein Kugelgelenk. Wir können das komplett so lang drehen oder halt so lang drehen. Wir können aber auch, dafür muss ich es mir mal ein Stück ranholen, so nach oben machen oder nach oben oder also da lang nach oben oder so ein bisschen halbschräg
oder einfach nur gerade. So. Ich mache mal so und stelle die wieder rüber. Da sind wir in der Bewegungsform etwas eingeschränkt. Kostet, ich habe mir die Preise hier oben aufgerufen, dafür kostet die aber auch knapp 30 oder 35 Euro weniger. Nee, 70, was, 80, 90. Ja, 35 Euro weniger. Oder 34 Euro. So. Also, so. Dann haben wir hier oben das Rad, womit wir praktisch einstellen. Das zeige ich euch gleich noch. Und hinten ist der An- und Ausknopf. Der ist bei der kleinen Plastik, bei der großen aus Metall. Das sind eigentlich so die einzigsten Unterschiede. Jetzt zeige ich euch die große. Ich nehme mal gleich die E-Reading und leuchte mal hier ein bisschen aus. Ich mache mal oben noch mein Licht an. So. Ach nee, das ist ja schon an. So. Ich muss mal mein Papa-Tagsgeschenk abmachen. Handabdruck von der Kleinen. So, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. Hier hinten ist mein Mikrofonarm. Der ist am Tisch befestigt. Ich habe auch jetzt eine Tischklemme für die E-Reading. Das werde ich dann später in einem späteren Video noch machen. Ich werde euch noch, ich zeige euch gleich noch ein paar andere Ersatzteile oder Zusatzteile, die man kaufen kann. So, und zwar haben wir hier meine E-Reading. Die hängt hier. Das seht ihr noch hier oben. Hier ist ein Mikrofon. Oder warte, ich mache mein Mikrofon weg. So, dann sieht ihr das vielleicht ein bisschen besser. Hier hängt meine E-Reading. Da sagt sich der eine oder andere bestimmt, die hängt aber hoch. Hat aber auch einen Grund. Da ist meine Kamera. Und hier daneben, da kommt die Kamera, mit der ich aufnehme, hin. Ja, das seht ihr jetzt schlecht. Da ist halt so ein, hier ist der Kabel. Da ist so eine Halterung. Und die ist dann praktisch hier. Und die, wenn ich dann aufnehme, soll ja nicht die Lampe mit aufgenommen werden. Deswegen hängt meine ziemlich hoch. Hat für mich aber auch die perfekte Ausleuchtung vom Arbeitsplatz. Zeige ich euch aber auch alles gleich. So, wie gesagt, meine ist blau. Hier hängt sie. Hier den Ring. Den haben wir bei der großen in Metall. Bei der kleinen in Plastik. Hier steht BenQ drauf. Hier geht der Kabel rein. Bei der großen. Und geht unten lang. Dann kommt er hier raus. Geht rüber. Das war auch alles schon so. Kommt und geht hier wieder unten lang. Und kommt da unten raus. Also praktisch komplett versteckt. Die einzigen Stellen, wo der Kabel rausguckt, ist praktisch hier oben und am Gelenk hinten. Was ihr jetzt schlecht seht. So, hier. Wartet. Hier hinten sieht man halt schlecht, weil der Kratzbaum davor ist. So, da pennen die Babys ja mal dran. Und dann nehmen wir das mal hier kurz beiseite. Dann haben wir hier einen etwas anderen Teller, würde ich jetzt mal sagen. Das ist das ganze Ding. Da habe ich jetzt hier mein Headset-Halterung drauf. Ich packe das mal hier kurz weg, dass ihr das so ein bisschen weiter seht hier. Da ist unten ein Naturstein drin, wenn ich das recht verstanden habe, oder Lavastein, der das Ganze beschwert. Und dann haben wir hier ein, ja, den hat meine Frau dahin gestellt. Dann haben wir hier ein Metallpinüpel, der herauskommt, und da wird die einfach nur raufgesteckt. Jetzt zeige ich das mal. Achso, die hat. So, da ist er. Ja, und die können wir dann jederzeit hier wieder draufstecken, und die ist sehr fest. So. Seht ihr? Da ist nichts mit Überkippen oder sonst irgendwas dergleichen. Ihr könnt dann aber auch praktisch euch so einen Standfuß holen für eine Couch und könnt dann praktisch auch, wenn ihr sie jetzt nicht hier braucht, einfach abziehen, eine Couch hinstellen, zeige ich euch gleich noch. Und hier haben wir halt zwei Gelenke. Na. So. Hier haben wir halt zwei Gelenke, eins und zwei. Und dann hier unten praktisch, also zwei Arme. Gelenke haben wir natürlich hier oben eins und hier unten ist eins. Und hier oben, das ist halt dies mit der Kugel, was die Kleine auch hat. Dadurch können wir praktisch das hoch und runter machen, auch komplett drehen. Das hier unten können wir auch runter machen. Also die können sie fast bis auf den Boden liegen, auf dem machen. Aber ich habe hier die perfekte Einstellung. Ich traue mich da ehrlich gesagt nicht, jetzt irgendwas zu verstellen.
weil es wirklich für mich die perfekte Einstellung ist. Mal kurz das Bild dunkler, dass man das vielleicht ein bisschen besser sieht. So. Weil für mich ist es wirklich so, wie es jetzt ist, ist perfekt. Ich zeige euch das auch mal, wenn ich jetzt hier Licht ausmache, dass ich euch das ein bisschen begründen kann. So. Ich bin auf der niedrigsten Stufe, wohlgemerkt. Ja, also das ist die aller niedrigste Stufe, die ich machen kann. Und die habe ich eingestellt mit Gelb, mit einem Tick weiß, aber nur ein Tick weiß, weil ich das reine Weiß sehr belastend für die Augen finde und das macht mir Kopfschmerzen, wenn ich zu lange sitze. Aber ich zeige euch mal, wie toll das ausgeleuchtet ist. Also ich habe hier meine Maus, die ist hier schön ausgeleuchtet, die Tastatur ist ausgeleuchtet, nichts, aber auch gar keine Spiegelung am PC, Monitor, kann ich euch auch zeigen, gar nichts. Wirklich, nur das ist hier schön ausgeleuchtet. Hier vorne ist auch was dunkler, wie ihr seht. Weil die Lampe geht halt ein Stück so und halt so. So kegelförmig. Und wenn wir die jetzt hier heller machen, ich zum Beispiel, oh, das ist jetzt das hellste. Und, also das habe ich jetzt noch gelb gemacht. Ja. Ja, so. Das ist jetzt das hellste. Aber abends, wenn du hier sitzt, auch wie gesagt, keine Strahlung, also keine Spiegelung auf dem Monitor. Abends, wenn ich hier sitze, ist mir das zu hell. Also wirklich, wenn ich dann hier Papierkram mache oder einfach nur so sitze, so eure Fragen beantworte und so, dann habe ich das Dunkelste drinne. Aber, wenn wir jetzt hier einmal raufdrücken, so, mit einem Tick weiß. So habe ich es und so finde ich das ideal. Das ist jetzt meine Einstellung. Jetzt nehmen wir das mal, machen wir das mal aus und nehmen uns mal die hier vor, so, dass ich euch das ein bisschen besser zeigen kann. So, ich gehe mal ein bisschen rüber und hole mir die mal ein Stück vor hier, so dass ich euch das zeigen kann. Wie gesagt, wir können die komplett runter machen. Wir können sie hoch machen und ein Stück nach hinten. Aber die meisten werden das wahrscheinlich angewinkelt machen. Und dann könnt ihr euch das anpassen. Wie gesagt, die ist halbrund und macht einen Kegel von links nach rechts, aber auch von rechts nach links so einen leichten, ganz, ganz, ganz leichten Kegel hat sie denn, also die strahlt direkt runter eigentlich, aber hat minimal so, dass es links, rechts noch ein bisschen, also vorne, hinten. Ja. Egal. So. Und ihr könnt die dann praktisch anpassen. Ihr wollt so haben, ihr wollt so haben oder hoch und schräg. Also da ist es, aber da gibt es dann natürlich auf dem Monitor, habt ihr ja gesehen. Also ist nicht so, dass es nicht so ist, dass es nie ist. Wenn man den natürlich direkt anstrahlt, dann schon. Aber wenn wir das jetzt mal vergleichen, so. Zack, ab jetzt ist keine Strahlung mehr auf dem Mond. Ja, ihr seht das schon, weil jetzt hier ein bisschen, weil jetzt hier von so, aber wenn ich jetzt hier gerade gucke, da sehe ich dann nichts. Das kann man dann auch nochmal abgleichen, wenn man dann so ein Stück macht. Ja? So. Dann ist für euch auch nichts zu sehen. So, aber wir lassen das mal so. Oder wir machen mal so, dass ihr das vielleicht besser seht. So. Und wie gesagt, ne? Gelb und dann könnt ihr bis in Weiß gehen. Ich glaube 2700 bis 5700. Ich habe mir dafür extra die BenQ-Seite mal aufgerufen. Ich habe die auch komplett verglichen. Es gibt keine Unterschiede bei den Lampen, außer halt von der Halterung. 2700 bis 5700, yep. Aber ich mag das Licht halt eher so. Gelb überwiegt. Nein, noch ein Stück. So. Jetzt ist hier weiß so gut wie aus. Jetzt ist weiß ganz aus. Jede zweite weiße ist an. So, jetzt ist jede weiße mit an. Das finde ich eigentlich ganz okay. Aber ihr könnt die halt auch noch hochschrauben. Das ist jetzt das hellste. Und wenn wir jetzt hier auch noch mal... Na.
So, rein gelb. Kann man sich halt auch die verschiedenen so anpassen. So. Also wenn das nicht hell ist, dann weiß ich auch nicht. Und wie gesagt, nur euer Bereich ist ausgeleuchtet, was ihr braucht. Und ihr habt kein störendes Licht im Auge, auch nicht aus dem Seitenwinkel, dass es irgendwie ins Auge kommt oder sonst irgendwas dergleichen. Wirklich fantastisch. So. Jetzt machen wir mal kurz oben das Licht an. Das habe ich jetzt volle Pulle gemacht. Ich will euch dann nur noch mal kurz was zeigen. Ja, auch die, nicht wundern, auch die Monitore sind von BenQ. Alle bildet 4K-Monitore, also die unteren, der obere nicht. Und zwar 2000, oder ich mal ein Stück näher ran. So. 2700 bis 5700, ja. Ich werde euch die Seiten noch alle verlinken, also zu dem Shop hier und so. Weil BenQ hat das ein bisschen blöde aufgebaut vom Shop her. Wenn man dann bei Lampen drin ist, hier kann man sich die dann bei denen aussuchen und hier haben wir dann Zubehör. Aber wenn du halt nur auf die Seite gerade drauf zugreifst, findest du das Zubehör nicht. Das ist dann halt hier unten, da muss man dann die extra Links öffnen. So. Weil findet man hier ist leider auch kein, wenn bei der großen, das ist jetzt meine große, ist leider auch hier kein Link mit Zubehör irgendwie, dass man hier gleich sagt, auch naja, welche Zubehör wird mir dann hier angeboten? Deswegen, das ist einmal diese Tischhalterung, die werde ich euch auch noch zeigen, die werden wir noch anbauen. Ich glaube, ich filme das mal separat dann ab. Ich mache den Shop dann separat nochmal. Und einmal diesen Standfuß. Ja, das seht ihr jetzt schlecht, weil das alles weiß ist. Aber das werde ich dann so nochmal filmen. So, ich mache mal die große Lampe aus. Ich mag die große nicht. Im Stream habe ich auch immer nur oben 10% für die Kamera. Und das war's eigentlich. So. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Wendgewitter anmachen, dann bin ich ja auch schon ein bisschen beleuchtet. Ja, ist ein bisschen zu viel. So. Das soll es jetzt zur BenQ Vit gewesen sein. Ich habe es euch jetzt mal in Real gezeigt. Ich werde euch aber auch noch den Shop separat so eine Art Reaction werde ich euch noch zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier gleich im Anschluss mache oder ob ich das zurechtschneide. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das alles mache. Und die Einzelteile zeigen. Ja. Und für mich wirklich ist die BenQ Vit die beste Schreibtischlampe, die ich jemals hatte. Also die große, weil ich bin da so flexibel. Die kleine reicht für viele auch aus. Die kleine kriegt meine Tochter auf dem Schreibtisch. Die hat die Lampe jetzt auch schon über das Wochenende auf dem Schreibtisch gehabt. Die war super zufrieden. Die ist hell. Man kann sie sich auch dunkel, wie gesagt, man kann sie ganz hell, ganz runter dimmen. Ihr Schreibtisch ist beleuchtet gewesen und vorher hat sie so eine Kleine gehabt mit so einem Scheinwerfer und dann hat sie mal aus dem Augenwinkel so ein bisschen das Licht gesehen oder das war dann zu hell. Da konnte man auch nicht hell und dunkel, man konnte nur an- und ausmachen. Und also eine ganz normale Schreibtischlampe. Und die war halt nicht so toll. Und davon ist sie begeistert. Der ganze Schreibtisch ist hell, sie sieht das Buch, sie kann gut lesen, sie sieht ihr Blatt, sie kann schreiben, sie sieht halt auch links und rechts, wo sie denn die Stifte hingelegt hat, wenn sie farbige Stifte hat, um irgendwas hier zu markieren und sowas alles. Wirklich der Schreibtisch, also der Bereich, den man braucht, ist auch wirklich beleuchtet. Wir haben bei der Kleinheit wirklich, sind wir halt nur ein bisschen eingeschränkt in der Bewegung. Und dass halt hinten der Ring Plastik ist. Ja, das ist bei der großen nicht. Bei der großen haben wir zwei Gelenke, wir haben zwei Stangen, wir haben oben den Ring aus Metall. Beide sind sehr hervorragend verarbeitet, wirklich erstklassige Qualität, schmeißen das gleiche Licht, sind genau exakt gleich zu bedienen.
Also technische Unterschiede gibt es da nicht. Die einzigen technischen Unterschiede sind wirklich im Aufbau der Lampe. Also wie hoch sie ist und ob man einen Adapter ran machen kann, nicht. Weil die kleine ist hier fest an dem Standfuß montiert. Die große, die können wir abziehen und können dann zum Beispiel einen Standfuß extra holen oder halt so eine Tischklemme und da den drauf machen. Das werde ich euch dann später noch zeigen. Aber für mich ist die BenQE Reading, also egal ob die Genius ist ja die kleine oder die Vit ist die große, egal welche davon, sind beides hervorragende Lampen und ich liebe sie. Also für mich gibt es halt, kann ich nicht anders so sagen, für mich gibt es keine bessere. Sie leuchtet das aus, was ausgeleuchtet werden muss, spiegelt nicht, vor allen Dingen man kann sich das Licht aussuchen. Und nicht immer nur weiß, oder manchmal mache ich auch ein bisschen mehr weiß rein, nicht so viel gelb. Das ist dann halt, kommt auf Tagessituation an. Man ist da komplett flexibel mit der Lampe und das ist richtig geil. So, das soll es jetzt dazu auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.